Das Baustellenmagazin. Ja, nach 3 Wochen bin ich mal wieder hier an der Gutenberger Steige. Und normal wollte ich ja eigentlich letzte Woche zu Ende gehen, aber da hat es ja so geregnet. Und deswegen bin ich heute hier auf der Gutenberger Steige unterwegs. Und jetzt schauen wir mal. Was sich hier so getan hat in den 3 Wochen. Also hier sind die ersten Felsbrocken gelegt. Wie es natürlich jetzt hier weitergeht, kann ich euch nicht sagen. Also hier hat sich auch in den letzten 3 Wochen nichts verändert. Ja, dann würde ich schauen wir mal weiter. Und würde sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, jetzt hätte ich ja fast eine Neuigkeit vergessen zu erwähnen, weil ich sie eigentlich nicht wahrgenommen habe, weil man einfach schon so gewohnt ist, hier einfach durchzulaufen und denkt, ja gut, da hat sich eigentlich nichts verändert. Und ungefähr ja, 20 Meter nach diesem Ortsschild gibt es eine Neuigkeit. Und zwar hier hat man schon die ersten Randsteine gesetzt. Also die sind jetzt hier drin. Und die gehen auch ziemlich weit nach oben. Ja, und dann gibt es hier noch eine Neuigkeit, und zwar die Firma Nacken ist wieder am Start. Schauen wir mal, was die jetzt hier noch machen müssen. Vielleicht wird doch noch eine Gabione gebaut. Schauen wir mal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, hier sind die Randsteine erstmal unterbrochen, weil man hier noch eine Dohle einbauen muss. Und so wie mir es gerade auffällt, hat man wahrscheinlich hier das einfach so gebaut aus Beton, wie es mir scheint. Und einfach so in Abschnitten gebaut. Das ist mir jetzt vorher gar nicht so aufgefallen. Erst jetzt, wo ich es hier so sehe, hat man das einfach aus Beton gebaut mit einer Schalung. Also muss ich mal sagen, gute Idee. Und dann würde ich sagen, bis gleich. So, hier sind also Markierungsstangen angebracht worden. Und die gehen einfach nach hier oben. Ja, dann schauen wir mal, für was die sind. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, und hier ist auch wieder unterbrochen. Das heißt, hier kommt dann auch wieder eine Dohle rein. Und das Ganze geht hier so weiter an der schönen Natursteinmauer vorbei, bis um die Kurve. Und da würde ich sagen, sehen wir uns in der Kurve wieder. Bis gleich. So, und hier kommt dann auch wieder eine Dohle rein.
Und jetzt habe ich gerade was hier auf der anderen Seite gesehen. Und zwar hier der Schacht, da haben sie ein bisschen aufgeschüttet. Also das heißt, der Schacht bleibt wahrscheinlich auf dieser Höhe. Und man hat einfach nur ein bisschen von dem Fräsgut da abgeladen, dass die Fahrzeuge hier ungehindert drüber fahren können. Und hier sieht man dann wieder so einen Armierungsstab. Also das geht hier komplett durch. Ich denke mal bis zum Ende der Leitplanke und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, und hier hat man alle paar Meter so einen gelben Punkt gemacht. Und bei dem gelben Punkt hat man dann einfach in den Beton reingeschnitten und so eine Art Randsteinoptik zu bekommen. Weil das untere wird man ja dann nachher alles nicht mehr sehen. Das wird ja alles bis zu dieser Oberkante aufgefüllt. Also jetzt von dem vorderen Stück, wo man das sieht, kommt ja dann später der Asphalt. Und dann sieht es so aus, als wenn das Original-Randsteiner wären. Das Ganze geht bis da oben hin, wo die Wiese anfängt und wo dann noch die alten Randsteine drin sind. Aber ich denke mal, die nimmt man auch raus, beziehungsweise die nimmt man raus, weil ich habe jetzt hier auf meiner rechten Seite etwas gesehen, was da bestimmt eingebaut wird. Und zwar hier. Diese Randsteiner, und das sind zehn Paletten Randsteiner, aber da oben steht noch was. Ich würde sagen, da laufen wir doch einfach mal dran vorbei. Also hier werden auf jeden Fall auch mal noch Original-Randsteine eingebaut. Aber dann gibt es hier auch noch kleinere Randsteine, die man eigentlich für Gartenbau oder so benutzt. Andere werden jetzt wieder sagen Rabatten. Also das kann man sehen, wie man möchte. Na? Also, ich denke mal, dass die vielleicht woanders eingebaut werden oder vielleicht quer reingelegt werden oder gekürzt werden und dann reingelegt. Aber wie gesagt, das muss man alles sehen. Und da würde ich sagen, bis gleich. So, bevor ich jetzt hier weitermache, erstmal noch einen lieben Gruß an das nette Ehepaar aus Gutenberg. Jetzt habe ich natürlich nicht nach dem Namen gefragt, leider. Immer komischerweise vergesse ich immer nach dem Namen zu fragen, aber egal. Sie schauen ja mein Video an. Und ja, also liebe Grüße an das Ehepaar und an dem Herrn. Hoffentlich ist Ihr Fahrrad bald wieder gängig, dass Sie mal wieder fahren können, weil der gute Mann hat sich hier irgendwo vielleicht einen spitzen Stein oder einen Nagel reingefahren. Also, schauen wir mal, wie es dem Herrn so geht mit seinem Fahrrad. So, und jetzt wieder hier zurück. Also, hier fällt der Randstein ab, der Step, also der betonierte Randstein, wo sie betoniert haben. Also, viele denken, das wäre Original-Randstein, wo sie hier gesetzt haben. Habe ich anfangs auch gedacht. Und dieser Randstein läuft hier direkt in die Regenrinne rein.
stand praktisch von der Regenrinne hier in die Dohle rein und dann runter unter der Straße hier durch als kleines Bächlein. Ja, und von dort geht es dann weiter. Ja, und der Randstein, wo hier selbst betoniert wurde von der Firma Strabag, denke ich mal, war das. Na, da sind wir. Der geht hier praktisch weiter. Und ich denke mal, der führt wahrscheinlich bis ganz nach oben. Und für alle, die jetzt hier vorbeikommen und denken, das wären original gesetzte Randsteiner, weit gefehlt, Leute, diese Randsteiner sind so gesehen Fake-Randsteiner. Das wurde alles am Stück betoniert, auch in den Kurven. Wahrscheinlich mit Schalung, wo man biegen kann. Da gibt es so eine spezielle Holzplatte, wo man biegen kann. Mir fällt jetzt der Name bloß nicht ein. Wenn ihr den Namen wisst, dürft ihr es gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Und da gehen die Randsteiner einfach, die Fake-Randsteiner, so nenne ich es jetzt mal, weiter nach oben. Und ich würde sagen, ich gehe auch mal weiter nach oben. Also, bis gleich. Achso, und ich denke mal, dass hier vielleicht diese neuen Randsteiner reinkommen. Und ich würde sagen, da lassen wir uns überraschen. Vielleicht sieht man hier in 14 Tagen auch schon mehr. Und dann würde ich sagen, bis gleich. So, ab hier hat man jetzt die Randsteiner hier rausgenommen. Und zwar bis oben hin zur Gabione. Und die Fake-Randsteiner, die laufen praktisch hier weiter bis um die Kurve rum. Und da würde ich sagen, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Also, bis gleich. Ja, Leute, wie ich manchmal immer recht habe, aber manchmal sagen auch die Leute, ja, du kannst uns viel erzählen, kann auch anders sein. Und in der letzten Zeit hat eigentlich bin ich mit meinen Vermutungen immer richtig gelegen, ob das jetzt hier betrifft oder Stuttgart betrifft. Gut, jetzt bis auf die Betonage von K7 in Stuttgart, da hätte ich jetzt eigentlich drauf gewettet, dass die am Samstag nicht betoniert wurde, also gestern. Aber sie wurde gestern betoniert. Aber mit 1 bin ich jetzt hier vollkommen richtig gelegen und ihr seht es ja auch schon im Bild. Und zwar hat man jetzt hier einen Betonsockel betoniert auf der Gabione. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, ob der Betonsockel da komplett drüber geht. Man kann es auch nicht mehr einsehen wegen dem Schotter. Bloß, dass man das auch sieht, aber man sieht es. Also hier ist ein kleiner Vorsprung. Jetzt gehe ich mal noch ein bisschen weiter zusammen. Also hier ist ein kleiner Vorsprung bei der Gabione.
Aber wie weit die jetzt der Betonsockel jetzt hier drüber rausgeht, kann ich euch nicht sagen, weil den Rest von der Gabione sieht man nicht. Vielleicht war die jetzt auch bloß so breit, das kann ich euch jetzt definitiv jetzt gar nicht sagen. Auf jeden Fall, hier ist ein Betonsockel oben drauf gekommen, so wie ich es gesagt habe. Ja, und da würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, hier sieht man jetzt mal, wie das aussieht, wenn die Dohle dann eingebaut ist. Natürlich wird man natürlich dann noch ein Stück Fake-Randstein dran hinbauen müssen auf jeder Seite. Ja, und dann wird es genial aussehen, denke ich mal. Und das Ganze geht hier so weiter bis oben nach der Kurve. Aber auch hier der Betonsockel geht weiter bis oben hin. Und da würde ich sagen, bis gleich. Ja, was mir gerade aufgefallen ist, dass man hier auch in den Beton eingeschnitten hat. Also, dass das einfach so eine Optik ergibt, wenn das einfach so draufgesetzt wäre als Fertigteil. Ja, und das Ganze geht hier dann einfach weiter. Und da würde ich sagen, bis gleich. Ja, und hier endet dann der Betonsockel. Und mit einer gleichen, verschmälerten Abschrägung. Und hier geht es dann einfach weiter mit normalen Randsteinern. Da sieht man ja auch schon die Markierung dafür. Na, hier sieht man Markierungen und dann immer wieder diese Armierungseisen, wo man dann die Schnur dran macht. Und so geht es dann immer Stück für Stück weiter nach oben. Und ich würde sagen, ich wandere auch weiter nach oben und sage bis gleich. Bevor ich jetzt aber weitergehe, erstmal hier noch ein Blick auf dieses grüne Rohr, wo man hier einmal quer durch die Straße verlegt hat. Und das läuft dann hier raus und wird wahrscheinlich auch so bleiben, denke ich mal, dass das Wasser dann weiter runtergehen kann und dann versickern kann im Boden. Ja, da würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, und hier sieht man das nächste grüne Rohr. Was ja, zeige es euch mal. Und zwar von dieser Dohle aus hier über die Straße geht und dann hier durch das grüne Rohr ins Freie gelangt. Und da würde ich sagen, bis gleich. Ja, hier hat man noch ein bisschen Erdreich abgeladen. Und weiter oben sieht man auch noch mal Felsbrocken liegen. Man sieht Schotterrobben liegen. Also, hier tut sich doch noch was in der nächsten Zeit. Ja, dann würde ich sagen, bis gleich. So, jetzt bin ich an der zweiten Schaufelkurve hier angekommen. Und man sieht hier die Vorbereitungen für die Randsteiner. Also die Armierungsstäbe stecken drin. Schotter ist zum größten Teil abgerüttelt worden.
bis auf diesen Teil hier. Also ich denke mal, der wird vielleicht nächste Woche noch abgerüttelt werden. Und dann kommt hier eine Stelle, natürlich weiß ich jetzt nicht, was die Buchstaben bedeuten, und zwar FR. Also wer das weiß, darf das gerne in die Kommentare reinschreiben, weil dann bin ich nicht ganz so dumm. Mal spaßeshalber gesagt. Ja, so. Und dann geht es natürlich hier weiter an der Schnurrolle vorbei. Geht es hier weiter nach oben. Also hier ist schon mal alles vorbereitet für die Sitzung der Randschweiner. Ja, und hier drüben gehen natürlich die Fegrandsteiner immer weiter an der schönen Natursteinmauer vorbei. Immer weiter nach oben. Also ich habe fast die Befürchtung, dass diese Fegrandsteiner einfach bis nach oben durchgehen. Aber da schauen wir mal, das lassen wir uns überraschen. Ich möchte jetzt noch nichts beschreien. Ja, und da würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, und hier gibt es auch etwas Neues zu sehen. Und zwar hinter den Randsteinern wird wahrscheinlich nicht aufgefüllt werden, weil hier wahrscheinlich eine kleine Regenrinne gebaut wird, wo dann das Regenwasser hinter dem Fegrandstein entlang laufen kann und dann über dem Drainagerohr in die Dohle reinlaufen kann. Und von dort aus läuft ja auf die andere Seite ein Rohr rüber, wo dann das Wasser dann nach außen leitet. So, dann würde ich sagen, bis gleich. So, hier stehen die nächsten 16 Paletten Randsteiner. Also A, 6 Stück. Da könnt ihr es euch mal ausrechnen. Also bei 10, da wären wir dann A12 Stück. Sorry. Dann wären wir hier bei 120 Randsteiner bei 10 Stück. Also ordentliche Anzahl. Aber natürlich wird die Gutenberger Steige hier auf dieser Seite hier noch viel mehr Randsteiner brauchen als über 120 Stück. Ich denke mal, dass das einfach hier nur für diesen kleinen Abschnitt ist. Von der scharfen Kurve etwa vielleicht bis hier rauf zu dem Bagger, wo da oben steht. Aber das wird man sehen. Und da würde ich sagen, ja, kurz zu dem Bagger. Also hier steht der Mini-Bagger von der Baumaschinenverleih Schmittinger in Künken, und weiter oben steht der Bagger von der Firma Strabag, und dann hier rechts am Rand steht der Rüttler von dem Bagger und der normale Rüttler, wo man von Hand bedienen muss. Also ordentlich Werkzeug und dann zwei oder drei diverse Schaufeln für den Bagger, also da würde ich sagen, bis gleich. Ja, und der Mini-Bagger scheint hier irgendwas noch abmeißeln zu müssen. Aber ich sehe hier nichts, was er abmeißelt. Ja gut, heute ist Sonntag, aber auch nicht hier in der Nähe, was er abmeißelt. Lassen wir uns mal überraschen, vielleicht sieht man 14 Tagen mehr. Und da würde ich sagen, bis gleich. Ja, und hier liegt noch einiges an Split rum. Ja, und dann beginnt hier schon der nächste Betonsockel.
Ja, und da würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, hier ist das Ende schon wieder von dem Sockel. Man sieht, man hat hier auch ein kleines Stück abgemeißelt, so wie es aussieht. Und hier ist wieder alles vorbereitet für die Verlegung der Randsteiner bis zur nächsten Gabione. Ja. Und hier geht es dann immer weiter mit der Fake-Randstein. Der hier immer weiter um die Kurve rumgeht, weiter nach oben, und da gehe ich jetzt auch hin. Bis gleich. So, hier fängt der nächste Sockel an, und der geht hier oben ganz um die Kurve rum. Auch die Fake-Randsteiner gehen hier um die Kurve rum. Also ich kann jetzt schon langsam mal vermuten, dass diese Fake-Randsteiner ganz bis nach oben durchgehen. Und da würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, hier bei dem Sockel ist sogar noch eine Dohle eingebaut worden. Und was dann immer die Befürchtung ist, wenn man sowas macht, dass der Beton Risse bekommt. Und er hat hier natürlich einen Riss bekommen. Ja, und das Ganze muss man halt wieder zuschmieren. Ja, und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Und dass ich es nicht vergesse, also die Fake-Randsteiner, die gehen hier weiter. Also auch da oben um die Kurve rum. Und genau bei derselbigen sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, jetzt erstmal einen Blick zurück auf das grüne Rohr. Ja, und da, wenn mich nicht alles täuscht, war ja auch die eingelassene Dohle, weil das würde Sinn machen. Ja, und dann stehe ich hier schon wieder am Ende des Betonsockels, der hier natürlich gerade endet. Wer weiß auch warum? Also ich weiß es nicht. Sonst haben sie immer eine leichte Abschrägung gemacht. Ja, und dann ist hier auch wieder alles für die Randsteiner vorbereitet worden, die ja hier gesetzt werden. Und das Ganze läuft hier weiter um die Kurve rum. Und dann kommen wir hier schon zu den Fake-Randstützen, also Randsteiner, besser gesagt, die hier auch weiter um die Kurve rumgehen und auch weiter nach oben gehen. Und das ist mein Stichwort. Ich gehe auch weiter nach oben. Bis gleich. So, jetzt stehe ich hier an der dritten scharfen Kurve. Und hier ist auch schon das Podest auf die Gabione draufgekommen. Und man sieht sogar noch im Bild das grüne Rohr, das da drüben von der Dohle rüberkommt. Und jetzt bin ich auch schon hier beim Stichwort. Also, hier läuft der Fake-Randstein immer weiter nach oben.
um die Kurve rum hier. Weiter nach oben Richtung Schlatterhöhe und ich würde sagen, ich laufe auch weiter nach oben. Bis gleich. Ja, hier ist jetzt das Ende schon wieder von dem Betonsockel. Und auch hier haben sie danach schon alles vorbereitet für die Randsteine, dass man die hier verlegen kann. Ja, und hier kommt jetzt noch ein kleiner Haufen Schotter mit dazu. Ja, und so geht das immer weiter hier nach oben. Und jetzt habt ihr ja schon mal was gesehen hier. Und zwar das hier ist der Beweis, dass das Ganze hier auf der linken Seite von mir aus gesehen Fake-Randsteiner sind. Weil hier ist noch der Staub zu sehen von den Einschnitten, wo man hier gemacht hat. Also für alle, die jetzt gedacht haben, wo sie jetzt hier vorbeigelaufen sind oder vorbeigefahren mit dem Fahrrad, dass das Original-Randsteiner sind, es sind nur Fake-Randsteiner. Ja, und die gehen hier weiter um die Kurve, weiter nach oben und das ist wieder genau mein Stichwort. Ich gehe auch weiter nach oben. Bis gleich. Ja, und hier fährt auch noch ein Bulldog hoch. Mit seiner alten Presse. Aber passt, alter Bulldog, alte Presse. Alles nur um ein bisschen Weg zu sparen, naja, gut. Also hier beginnt der nächste Betonsockel. Und der führt hier oben um die Kurve rum. Und auch hier diese Fake-Randsteiner gehen weiter. Auch um die Kurve rum, weiter nach oben. Und wie gesagt, mein Stichwort. Ich gehe auch weiter nach oben. Bis gleich. Ja, jetzt habe ich gerade gesehen, das sind meine Nachbarn aus Schopfloch. Die Kecheles, die sind gerade am Heu machen. Ja, und dann nehmen sie halt geschwind hier die Abkürzung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, Leute. Das ist der letzte Betonsockel gewesen. Ich bin jetzt praktisch fast am Ende. Zwar noch nicht oben, aber am Ende, wo sie die Gabionen eingebaut haben. Und hier ist auch schon alles wieder vorbereitet für die Randsteiner zu setzen. Und das geht bis dorthin, wo die Alten noch anfangen. Übrigens die Randsteiner, wo hier jetzt mal gesessen sind, die haben sie jetzt hier weg und haben sie praktisch ein Stück weiter oben aufgesetzt. Ja, und jetzt schauen wir mal rüber zu der Fake-Rand. Zu den Fake-Randsteinern, also wie ich schon vermutet habe, die läuft bis ganz hier oben hin, wo es hier reingeht in den Weg bei dem Schild und da melde ich mich gleich wieder. Bis gleich. Ja, was jetzt hier ganz neu ist, das sind hier diese Armierungskörbe. Und ich denke mal, die benutzt man für die Fake-Randstützen. Ja, und die alten Randsteiner, die da auf so einem Haufen gelegen sind, nach dem Betonsockel,
Die hat man jetzt hier alle schön säuberlich auf Paletten gesetzt. Und ich denke mal, dass die dann entsorgt werden. Oder vielleicht irgendwo anders eingebaut werden. Ich habe keine Ahnung, was man mit den alten Randsteinen so treibt. Auf jeden Fall kommen wir da noch ein viel mehr dazu. Und da würde ich sagen, bis gleich. Ja, und hier endet der Fake-Randstein erstmal. Weil ich habe da schon was gesehen. Und das zeige ich euch aber gleich. Und ich denke mal, hier die Dohle wird vielleicht auch noch ausgewechselt. Also hier das Pflaster wird man wahrscheinlich erhalten. Vielleicht macht man das auch wieder frisch rein. Da muss man mal schauen. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal da oben an. Und da laufen wir jetzt mal hin. Und schauen uns das Ganze mal an. Weil hier geht der Fake-Randstein weiter. Ja Leute, jetzt habe ich gedacht, der geht nur bis zu dem Weg hier. Aber sie haben ihn weitergelegt. Und übrigens, das hier bin ich. Na? Und das ist die Kamera hier. Na? Also, seht ihr mich auch mal? Auch wenn es bloß als Schatten ist im Bild. Ich wink mal für die Kamera so. Und gebe mal allen, wo jetzt das Video anschauen, einfach mal einen Daumen nach oben. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir mal, wie das hier so weitergeht. Also, der Fake-Randstein, der geht weiter nach oben und genau das ist mein Stichwort, Leute. Weil ich bin ja noch nicht ganz oben bei der Schlatterhöhe. Es dauert noch ein bisschen. Und deswegen würde ich sagen, ich gehe auch nach oben, aber ich habe noch was gesehen. Das möchte ich euch nicht vorenthalten, nämlich hier die zwei Haufen Armierungsstäbe. Mal schauen, wo die überall eingebaut werden. Ja gut, werde ich vielleicht nicht sehen. Aber ich denke mal hier vielleicht für die Fake-Randsteiner. Aber die sehen mir eigentlich zu klein aus. Wenn man sich hier die Armierungskörbe anschaut. Also das muss man sehen, wo das alles verbaut wird hier. Oder vielleicht ist auch übrig von den Betonsockel. Müssen wir uns überraschen lassen. Und dann würde ich sagen, gehe ich mal weiter nach oben. Bis gleich. Ja Leute, jetzt habe ich mich so gefreut, dass vielleicht die Fake-Randsteiner bis nach ganz oben laufen zur Schlatterhöhe. Aber dem ist nicht so, leider. Weil hier ist ja auch der Randstein schon abgeschrägt. Mal gucken, was sie hier einbauen. Wie das dann hier weitergeht, ob sie hier normale Randsteine wieder einbauen, weil da oben sind ja die alten Randsteine und aber auch die Regenrinne und das schauen wir uns gleich aus der Nähe an. Bis gleich. Weil hier hinter den Grassteinen verläuft ja diese Regenrinne und geht dann hier ins Abwassersystem rein. Jetzt habe ich ja gedacht, dass man vielleicht bis hierher diese Fake-Randsteiner legt, dass dann da schön das Wasser entlang laufen kann. Ja, schauen wir mal, vielleicht machen sie es auch doch noch weiter. Mal schauen, was kommt. Und da würde ich sagen, bis gleich. Ja, mal gucken, ob sie hier auf dieser Seite auch noch diese Fake-Randsteiner setzen, weil die sehen ja auch so aus. Ja, und dann haben sie hier noch ein bisschen Aushub wieder abgeladen, beziehungsweise Abbruchmaterial, muss man sagen.
Ja, wo sie das abgebrochen haben, kann ich euch leider nicht sagen, aber das sieht mir eher aus wie Betonteile oder sonst irgendwas. Oder Felsgestein oder sowas. Naja, schauen wir mal, wo das hinkommt. Und dann würde ich sagen, ich gehe noch ein Stück weiter hoch. Also bis gleich. Ja, und der ganze Aushub, Abbruch, wie man es auch sehen möchte, geht bis hierher. Also, so, und dann habe ich jetzt hier wieder was gesehen, nämlich wieder etwas Neues, Leute. Und zwar erstmal hier die ganze Armada an kleinen Armierungsstäbe, aber auch hier drüben beginnt jetzt die Fegrandsteiner. Und die sind angeschlossen hier an dieser Regenrinne. Und das wird hier hinter, wie ihr seht, alles mit Beton aufgefüllt, dass hier dann praktisch das Regenwasser direkt in die Regenrinne reinläuft und ablaufen kann. Also, das schaut ja schon mal gut aus. Also, so ähnlich das, was hier mal drin war, haben sie jetzt hier wieder reingemacht. Also, so gesehen, Fegrandsteiner, die gehen hier auch weiter nach oben. Und da würde ich sagen, mein Stichwort, ich gehe weiter nach oben. Bis gleich. Ja, und hier haben sie zwischendrin eine Abschrägung reingebaut, dass das Regenwasser praktisch, wenn es hier runterläuft, hier reinlaufen kann in die Regenrinne, wo dahinter liegt. Das finde ich nicht einmal so schlecht, weil dann braucht man hier keine Dohlen einzubauen. Das heißt, die Dohle, wo hier war, ist jetzt verschwunden und man hat es jetzt einfach so geregelt. Ja, und da würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, weil die Fegrandsteiner laufen weiter nach oben und die kleinen Armierungsstäbe auch. Und da würde ich sagen, ich gehe auch weiter nach oben. Bis gleich. So, weil es ja ab hier keine Regenrinne mehr gibt und da ja ein Schacht ist, muss man ja irgendwo das Wasser zwischendrin auch ableiten können. Hier sieht man auch schon ein Rohr, das zu dem Schacht läuft garantiert. Ja, und hier ein grünes Rohr und die Dohle dazu. Also wird hier das Wasser so gesehen reingeleitet und über das Rohr hier in diesen Schachtkanal geleitet. Und dann ist das Wasser auch weg. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Beziehungsweise ich brauche erst mein Stichwort wieder. Also, die Fegrandsteiner, die laufen hier weiter nach oben, die kleinen Armierungsstäbe auch. Ja, und da würde ich sagen, ich gehe auch weiter nach oben. Also, bis gleich. Ja, und hier haben sie die nächste Dohle eingebaut. Also, wo auch das Wasser weiter nach unten laufen kann. Ja, und die Fake-Randsteine, die laufen noch ein Stück weiter nach oben. Ja. Ja, und da würde ich sagen, ich laufe da auch hin. Also bis gleich. Ja, und hier sieht man noch ein bisschen Asphaltabbruch, den sie hier auch noch abgelagert haben. Und noch einige Randsteiner und anderen Schotteraushub, würde ich mal sagen. Und das geht auch alles hier oben noch. Ja, und dann kommt da ja noch was. Und da laufen wir jetzt ein Stückchen nach oben.
Und zwar endet die Fegrandstütze hier. Und das Regenwasser kann dann hier in die Dohle reinlaufen. Aber ich denke mal, dass die Fegrandstütze hier weiterlaufen wird. Vorbei an der Bushaltestelle. Und ich würde sagen, da laufen wir noch ein Stückchen nach oben und schauen uns das Ganze an hier. Weil da hat sich auch was verändert. Aber bevor wir uns das hier anschauen, schauen wir erstmal auf die andere Seite, weil hier haben sie die schönen Rasensteiner auch noch mit rausgebrochen. Ich hatte ja gedacht, dass man die ein bisschen aufhebt und wieder einbaut vielleicht. Aber weit gefehlt, Leute, waren sie nicht. Wird auch abgefahren. So, und dann sieht man hier die Bushaltestelle. Also hier haben sie den Asphalt rausgenommen. Und man sieht, so dicke war der Asphalt gar nicht. Und auch nicht viel Schotter drunter gewesen. Einfach nur ein bisschen Schotter, ein bisschen Asphalt. Und fertig war die Bushaltestelle. Ja, und das Ganze geht bis hier hoch. Zu der Einfahrt von dem Feldweg. Ja, und da würde ich sagen, sehen wir uns gleich oben wieder. Bis gleich. So, jetzt bin ich oben angekommen. Ja, und da komme ich jetzt erstmal zu meinem Fazit. Also Leute, es sieht sehr gut aus. Die Fegrandstütze auf der linken Seite, wenn man jetzt hier hochläuft, geht fast bis ganz hier hoch. Und dann haben sie ja hier schon mal angefangen mit der Fegrandstütze, Randsteiner auf der rechten Seite bis kurz vor der Bushaltestelle. Also, das sieht doch schon mal sehr gut aus und man könnte meinen, dass sie es vielleicht auch schaffen werden. Und schauen wir mal, wie es hier weitergeht, wie es in 14 Tagen aussieht, wenn es nicht regnet, das sage ich immer wieder. Also wenn das so ist wie letztes Wochenende, kann man definitiv nicht loslaufen, weil die Technik ist mir da einfach viel zu schade, wenn ich da jetzt zweieinhalb Stunden durch den Regen durchlaufen muss. Und das muss ja auch nicht sein. Also, ja, ihr dürft mir gerne mal eure Meinung schreiben, gerne in die Kommentare, was ihr von den Fegrandsteiner haltet, wie sie euch gefallen und so weiter. Wie ihr heute meinen Beitrag fandet, könnt ihr auch gerne mal reinschreiben mit dem Kommentar immer. Die Fegrandsteiner gehen weiter nach oben und ich gehe jetzt auch weiter nach oben. Bis gleich. Dürft ihr gerne mal reinschreiben, was ihr davon haltet, ob ich das so beibehalten soll oder ob das euch nicht gefällt. Weil ihr wisst ja, eure Meinung ist mir sehr wichtig und deswegen dürft ihr das gerne mal reinschreiben in die Kommentare. Ja, also jetzt zu meinem absoluten Fazit. Also es könnte sein, dass sie es schaffen, aber es sind noch ein bisschen mehr als 2,5 Monate. Also muss man schauen, Leute, kann ich euch jetzt so nicht sagen. Auf jeden Fall werden jetzt die nächste Zeit auf jeden Fall mal einige Randsteiner gesetzt werden. Ihr habt ja gesehen, wie viele Randsteiner angeliefert wurden. Die werden definitiv auch demnächst hier verbaut. Ja, und somit bin ich heute beim
etwas wärmeren, sonnigen Tag hier auf der Alp am Ende meines Videos und auch ein bisschen am Ende meiner Kräfte, Leute. Aber wenn immer viele sagen, ja, das ist ein bisschen hier hochlaufen. Also wenn man sich mal hier die Gutenberger Steige hochgelaufen ist oder eine andere Steige mit 7%, dann weiß man, was das für eine Anstrengung ist. Haben mir auch schon viele Leute gesagt, ich soll halt runterlaufen. Ja, runterlaufen geht auch, ist einfacher. Aber wo verliert man die meisten Kalorien? Richtig, wenn man bergauf läuft. Deswegen laufe ich lieber nach oben. Ist zwar ein bisschen anstrengender, aber man verliert natürlich weniger oder verliert ein bisschen Kalorien und deswegen. Also. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir bitte wie immer einen Daumen nach oben da. Und wer zum ersten Mal auf meinen Kanal gestoßen ist, hier unten kann man ihn jederzeit kostenlos abonnieren. Und wenn ich schon mal wieder bin bei kostenlos, Leute, überlegt mal, jede Zeitschrift, Zeitung, Sky und so weiter kostet alles Geld. Das sind kostenpflichtige Abos. Und dieses Abo könnt ihr kostenlos abschließen, gar kein Problem. Und hier auf der rechten Seite gibt es ein Glöckchen, wenn man das anklickt und auf alle geht, bekommt man immer jederzeit Nachricht. Und wenn ihr der Meinung seid, ich habe meine Arbeit so gut gemacht, ich möchte dich belohnen, dann dürft ihr das gerne tun. Hier unten in der Videobeschreibung steht mein PayPal-Konto und da dürft ihr gerne auch etwas hinüberweisen. Da bin ich dann euch sehr dankbar, weil so eine Ausrüstung kostet auch einiges und ich sage es immer wieder dazu, ich bin leider durch meine chronische Erkrankung arbeitsunfähig. Das heißt, ich lebe von Hartz IV und kann mir nicht sehr viel leisten an solche Ausrüstung. Und die Kamera, wo ich jetzt hier habe, die hat mir mein Sponsor bezahlt. Aber der geht auch leider den ganzen Tag arbeiten. Das heißt, er kann mir auch nicht diese Kamera kaufen, wo ich gerne hätte. Und deswegen, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann einfach auf das unten angegebene PayPal-Konto etwas überweisen. Das hat ja auch der Hubert letzte Woche oder diese Woche schon getan. Da möchte ich mich nochmal ganz herzlich beim Hubert bedanken für die kleine Spende. Und wenn ihr natürlich Namen nicht genannt werden wollt, dürft ihr das gerne tun. Oder werde ich das tun. Einfach mit einfach reinschreiben und dann werdet ihr nicht namentlich erwähnt werden. So. Er geht lieber unschändlich. Ich fahre lieber so rum. Ich glaube, das ist besser. Gott auch schneller. So. Die Frau, sie fährt lieber und er trägt lieber sein Fahrrad. Auch nicht schlecht. So. Also, und somit bin ich schon wieder am Ende meines Videos und sage hiermit danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Bleibt mir gewogen. Und Leute, was ganz wichtig ist, bitte bleibt oder werdet gesund und somit sage ich Tschüss aus Gutenberg und der Schlatterhöhe und bis zum nächsten Mal hier auf Hemmes Alp TV, das Baustellenmagazin, sagt euch wie immer der Hemme und der sagt für heute auch vom Mikrofon aus Ciao, bis zum nächsten Mal, Ciao.